Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Malink Between Worlds Randomizer. Aktuell hier so in der Wüste und im Sumpf unterwegs. Haben wir ja im letzten Part endlich mal den Weg gefunden. Oh Gott, ich brauche mal ein Item zum Fighten. Ich nehme mal einen Bogen. Ich glaube, der ist cool. Ba, 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 ba. Hey du. Bam. Und heute werden wir uns mal so ein bisschen den Weg bahnen. Kacke. Njau, schnell weg hier. Genau, gucken mal, wie weit wir in der Wüste kommen. Ja, und ich sag mal, wenn hier nichts weiter passiert, dann können wir auch noch in die Berge gehen. Das ist jetzt so eigentlich mein Plan erstmal. Papa. Warte mal, was kann ich denn hier machen? Ja, da komme ich nicht weiter. Aber hier, ne? Ja. So, jetzt müssen wir uns erstmal ganz cool hier irgendwie langballern. Aber hier komme ich jetzt nicht weiter. Aber ich muss auch einfach hier lang, ne? Ja. Ich muss einfach an die Wand ran. Okay, das war ja der Plan. Hierher zu kommen. Und da ist auch das Mai Mai. Zack. Wir haben mal wieder Geld bekommen. Okay. Bam, bam, bam. Und da ist ein Wetterhahn. Yay, wir müssen diesen Weg nie wieder gehen. War ja im letzten Part ein bisschen peinlich, wie lange ich gebraucht habe. Aber letzten Endes haben wir es doch geschafft. Auch wenn ihr wahrscheinlich fünfmal die Hände im Gesicht zusammengeschlagen habt. Aber hey, manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Okay, sonst haben wir hier nichts weiter. Ich hasse diesen Vogel, ne? Okay, ist es ein Dungeon? Desert Palace, ja, ist ein Dungeon. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier so vollbringen können. Hey, hier sind auch Mai Mais drin? Ich höre es fiepen zumindest. Hä? Oder was ist das? Ist das was anderes? Sind das Ratten? Das kann natürlich auch sein. Ah, das sind Ratten. Okay, verstehe. Ich hoffe mal, dass wir den Desert Palace auch machen können komplett. Wäre ganz cool. Das ist eine Goldratte. Und wir bekommen den ersten kleinen Schlüssel für hier. Okay. Hey, Kumpel. Was geht? Nö. Boah, aber hier 50 Rubine. Nice. Okay, ansonsten ist hier nicht so viel los. Oh, wie lange der Sand jetzt da bleibt, ne? Voll cool. Zack. Ja, toll. Habe ich so einen breit gefächerten Schuss und treffe trotzdem nichts? Der Wahnsinn. Oh, es kostet viele Pfeile. Viel Energie. Meine ich. Bläh. Nein. Mich stört es ein bisschen, dass ich, wenn ich einmal im Zielmodus bin, meine Position nicht mehr ändern kann. Die halten auch nicht was aus. Wow. Wie viel haltet ihr aus? Zu viel. Habe ich da ein besseres Item für? Vielleicht Bomben? Seid ihr denn ein bisschen anfälliger? Naja, jetzt sind die halt so. Das gefällt mir jetzt auch nicht viel besser. Aber. Alter. Aber ich muss hier alles zerlegen, Leute. Alter, bam! Zerfetzt. Da ist eine fette Schatzkiste, habt ihr das gesehen? So, und da die Ratte nehmen wir natürlich jetzt auch noch mit. Ach, Kacke. Hä? Das ist einfach Explosionsschutzratte. Ja, einen Hammer hätte ich auch nehmen können, ne? Zack. Okay, wir haben hier erstmal alles getötet.
Da oben ist ein Schalter. Und wir latschen einfach mal hier hoch und gucken mal, was wir hier ausrichten können. Au, 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 au. Okay. Wir gehen mal hier rein. Die Musik ist ja mega geil. Hab ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Meine Fresse, ist die gut. Okay, der Sandstab. Ist hier was in der Mitte? Okay, da kommen nur Gegner. Ja, ist ja eigentlich logisch, was wir machen müssen. Einmal so. Und dann eigentlich eine Wirbelattacke. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Mit einer Bombe, oder? Hätte ich gesagt. Wir haben ja extra große Sprengreichweite. Ja, so war es eigentlich nicht geplant, aber hat geklappt. Ah, okay, ich hätte einen Sandstab nehmen müssen. Naja. Ach, die können auch nicht auf den Sand fahren. Das wusste ich gar nicht. Tschüss. Wow, wieder mal nichts getroffen hier. Wie jetzt? Jawoll. Kommen die unendlich oder sind das... Boah, ich nehme jetzt einen Hammer. Der ist mir ein bisschen zielgenauer. Juhu, Ratte. Tschüss. Aber wir bekommen dafür nichts. War ja auch irgendwie klar. Sind wir mal ehrlich, war irgendwie klar. So. Ach nee. Okay. Wir müssen die Statuen hier hochholen. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn ich einfach den hier mache, oder? Nee, 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 nee. Ja. Cool. Geht die Tür jetzt wieder zu? Müssen da alle drei... Ja, natürlich. Natürlich muss das so. So. Nein. Nein. So. Okay. Weiter geht's. Ah, cool. Ah, das ist so cool, ne? Mit diesen Shortcuts. Lalalala. Lalalala. Okay. Nächste Etage. Was geht ab? Ach. Ein Würmchen. Okay, was machen wir mit dem? Einmal drauf, oder was? Okay, ich brauche einen Sandstab, wa? Dudelö. Hier, da kurz Rausspielung, ne? Und jetzt einmal damit drauf. So. Matsch gemacht. Dann gibt es da oben eine Schatzkiste. Tür geht auf. Alles klar. Ah, scheiße. Ich glaube, hier drin bräuchten wir... Die Krafthandschuhe, die besseren, ne? Ich glaube tatsächlich, hier kommen wir nicht weit. Ach, Manu. Zack. Jawoll. Müssen wir mal gucken, wie weit wir hier kommen. Will ich da runter? Ein Schlüssel haben wir ja, ne? Ja. Weg da.
Okay, die halten trotzdem 3 Schläge aus. Und ich verbrauche echt viel Mana. Trotz der riesen Mana-Anzeige. Ja, da fehlt halt echt das Schwert so ein bisschen, ne? Okay, hier könnte ich jetzt durch das Schlüsselloch. Ansonsten kann ich hier gar nichts machen, oder? Doch, ich kann zu der Schatzkiste hin. Dein Ernst? Ich will nur die Schatzkiste. 300 Rubine, okay. Und vielleicht komme ich von hier aus. Gucke mal, da kommen wir noch hier hin. Und nochmal. Alter, wir kriegen hier nur Geld hinterhergeschmissen. Ja, ich glaube fast, wir müssen vielleicht doch in die Berge gehen. War vielleicht dumm, hier reinzugehen. Aber ich wusste auch nicht mehr, dass wir hier die besseren Handschuhe schon brauchen. Das war mir nicht mehr bewusst. Die werden wir wahrscheinlich hier nicht bekommen. Sehr wahrscheinlich nicht mehr bekommen. So. Hier gibt es noch ein Mai Mai. Okay. Aber zumindest haben wir schon mal, ja, gestartet. Was jetzt nicht unbedingt gut ist. Okay, wir sind wieder zurück. Können hier noch einen Schalter aktivieren. Hier wird wahrscheinlich jetzt auch alles mit Sand gefüllt, oder? Jupp. So, da oben in die Schatzkiste. Ich glaube, da müssen wir reinfallen von oben. Würde mein Instinkt jetzt sagen. Ach, Kacke. Nee. Ja, wir können das jetzt halt spielen, bis wir an den Punkt kommen, wo wir normalerweise die Handschuhe bräuchten. Na, dann ist vorbei. Ich glaube, so, noch sind wir nicht da. Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, da drinnen wird er sein, der Punkt. Ich schätze, hier würden wir jetzt normalerweise die Handschuhe bekommen. Ist aber ein Herzcontainer. Das heißt, wir können jetzt verlassen. Den Ort. Den Ort des Geschehens können wir jetzt verlassen. Schade. Aber war ein Versuch wert. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes in den Turm rein. Ist doch der Turm, oder? Ah, sicher bin ich mir nicht. Aber wir haben schon mal einen Teleporter hergestellt. Das heißt, wir können hier auf relativ kurzem Wege wieder zurückgehen. Wir speichern mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Berge. Da haben wir ja mittlerweile auch ein bisschen Dinge zu tun. Wir haben Hammer, wir haben Bomben. Da können wir auf jeden Fall ein bisschen was erledigen. So, ich würde sagen, einmal in die Berge, Leute. Wir fangen auch mal direkt unten an. So. Und ich gehe auch erstmal direkt ganz runter. Mal guck mal, da hätten wir auch schon hingekonnt. Da waren wir auf jeden Fall auch noch nicht drin. Ich gehe aber erstmal hier wieder rein. Denn ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir hier vielleicht nicht auch noch irgendwo einen Weg haben, den wir gehen können, müssen. Hä, was war das denn? Hä? Wenn der Boden uneben ist, also schief, ein Gefälle hat, dann wanken wir so ganz komisch. Habt ihr das gesehen? Ah ne, hier brauche ich Krafthandschuhe. Okay, dann vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte, hier brauche ich auch was zum Sprengen, aber nein, das waren Krafthandschuhe. Okay. Ach man, ich latsche auch in jeden Gegner rein. Ah, wie Link einfach den Hammer in seinem Gesicht trägt, ne? Unglaublich. So. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. So, die kann ich jetzt auch besiegen, ne? Wenn ich sie treffen sollte. So, konnte man die vorher schon besiegen? Nee, ich glaube nicht. Boah, diese Geräusche, ne?
aber... So, ich halte nochmal Ohren und Augen offen und wir gehen mal hier rein. Das kann ich aber nicht mit dem Hammer kaputt machen, nee. Da brauche ich Bomben, das ist natürlich jetzt nicht so geil, dass ich die großen Bomben habe. Aber was willst du machen, ne? So, erstmal einen Schluck Kaffee, Leute. Mai. Hey. Gut. Sonst noch was hier? Hier geht's so rüber zu der Brücke. Okay, was war hier drinne? Auch nur eine Schatzkiste, die haben wir schon. Farbe lös. Okay. Aua. Ja, da drüben waren wir auch schon drin. Da kam ich aber nicht weiter, weil da brauchte ich, glaube ich, eine Bombe. Oder so. Warte, wir gucken mal. Genau, hier ist mal eine schöne Fee mitnehmen. Aha. Hier war eine Schatzkiste. So. Und... Schade, nur ein Monsterteil. Na gut, wir haben hier schon mal alles abgegrast. Das gefällt mir ganz gut. Wir könnten jetzt hier in die Schattenwelt gehen. Oder wir latschen halt hier den Weg hoch. Ja, ich kann jetzt hier theoretisch auch den Hammer nehmen und die Felsen immer kaputt machen, ne? Gucken wir uns hier jetzt auch nochmal ein bisschen genauer um. Ob wir noch irgendwas nachholen müssen. Ja, toll. Wahnsinn. Aha, siehst du? Da ist schon wieder eine Schatzkiste. So. Ah, 5 Rubine nur. Mann, oh. So, ich weiß nicht, welchen Ausgang ich nehmen soll. Das wäre der andere gewesen. Aber... Boah, ich fress hier einen Schaden, ne? So, hab ich sonst hier noch was vergessen? Mir noch mal alles kurz an. Ob noch irgendwo irgendwie was rumliegt. Irgendwelche Geheimnisse, irgendwelche Dinge, wo ich noch hätte einfach noch mal draufhauen können. Mal hier rüber geht's auch irgendwie noch. Aber wahrscheinlich von oben zu kommen, oder? Und die Frage ist, war ich da schon? Und komme ich da jetzt hin? Nee, irgendwie nicht. Okay. Das funktioniert nicht. So, jetzt bin ich ganz... War ich jetzt ganz oben? Jetzt, ach so, okay, jetzt bin ich hier. Aha. I understand. Aber sonst ist hier auch nicht viel los. Au. Meine Güte. Schnell. Mann. So, hier ist wieder ein Ausgang. Was ist auf der anderen Seite? Okay, Schatzkiste, die haben wir schon. Gut, dann ist das jetzt erstmal abgecheckt. Ah. Das war nochmal der Weg nach oben, Leute. Ein paar Schatzkisten haben wir noch gefunden. Leider nicht so viele, wie ich gerne hätte. So, hier in der Mitte waren wir jetzt auch noch nicht drin.
Aber waren wir da schon mal? Kann ich mich hier einfach plumpsen lassen? Ah, hier kommen wir zu dem Herzteil. Alles klar. Was ein Maimai ist mal wieder. Schade. Und was haben wir hier noch? Feenquelle wieder. Aber hier waren wir auch noch nicht drin, glaube ich. Zumindest nicht von dieser Seite. So. Okay, hier waren wir dann drin. Alles klar, aber das Herzteil haben wir jetzt geholt. Sehr schön. Ja, jetzt sind wir beim Dungeon. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal direkt rein, oder? Aber natürlich starten wir das erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal wieder fürs Zusehen. Ja, war jetzt nicht wirklich wieder ein Erfolg dabei in der heutigen Folge. Aber wir haben zumindest wieder ein bisschen was abgeklappert. In der Lichtwelt ist bis hierher jetzt erstmal alles safe. Dann würde ich jetzt einen Tower machen. Den sollten wir auch komplett machen können. Und dann, ja, geht es ja noch rechts, nach rechts weiter. In der Schattenwelt können wir hier noch ein bisschen was machen. Gucken wir mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.